Servus Leute, Razium start mit einem neuen Video für euch. Und zwar habe ich jetzt seit längerer Zeit kein Video mehr gemacht. Das liegt daran, weil ich gerade im Matura-Jahr bin und nicht sehr viel Zeit habe. Aber Black Ops 3 steht vor der Tür. Heute ist der 31.10. Halloween. Und in 6 Tagen kommt Black Ops 3 hinaus. Dazu möchte ich euch heute das Black Ops 3 Zombie System, also das XP System, das Ranking System erklären. Es gibt nämlich sogenannte BO3 Fridays. Das ist, wo Zuschauer Fragen stellen und die Activision, also die Black Ops 3 Developer oder Designer, beantworten diese dann. Also ich will jetzt auch viel mehr Videos zu Black Ops 3 machen, halt erst zum Release. Und wenn ihr das auch sehen wollt, also wenn ihr Videos sehen wollt zum Black Ops 3 Multiplayer Zombies oder sonstiges, dann lasst einen Daumen nach oben da, weil ich will auch mal schauen, wie viele aktive Abonnenten ich noch habe und alles. Noch vor dem Video alles, also die ganzen Informationen, die ich habe, sind aus Mr. Dalek JDs Video. Das ist ein sehr großer YouTuber. Und ich werde sein Video unten verlinken und es soll keine Kopie sein oder so, aber ich habe halt so gut wie alle Informationen von seinem Video. Also das XP-System allgemein, es besteht aus zwei Teilen sozusagen. Und zwar einmal das Bubblegum und einmal das Weapon Kit. Das Ranking-System ist normal wie im Multiplayer. Man bekommt bei jedem Level entweder ein neues Bubblegum oder ein neues Weapon Kit. Bubblegum, für die, die es nicht wissen, das sind die Zuckerl aus der... Also das sind die Kaugummis aus der Kaugummi-Maschine. Und ich kann den Trailer jetzt nicht zeigen in dem Video, weil sonst wird das gleich wieder gelöscht von Activision. Aber ich verlinke euch unten den Trailer und da könnt ihr nachschauen. Also kommen wir nun zu den Bubblegums. Die Bubblegums sind in Shadows of Evil und auf der Giant Map. Die Giant Map ist, soweit ich weiß, die Bonus Map, falls ich mich da jetzt richtig informiert habe. Die Bubblegums kann man vor dem Spiel auswählen. Das heißt, man bekommt mit jedem Level, also nicht mit jedem Level, aber mit, sagen wir jetzt mal, alle 5 Level bekommt man ein neues Bubblegum. Und diese kann man dann vor dem Spiel auswählen. Man weiß aber noch nicht, ob man 1, 2, 3, 4, 7 oder sonstige auswählen kann, sondern man weiß, dass man die Bubblegums vor dem Spiel auswählen muss. Wahrscheinlich bekommt man mit je höherem Level, das man wird, desto bessere Bubblegums bekommt man. Die Bubblegums haben auch Effekte, also wie schon gesagt, sind ähnlich wie Perks, aber diese halten das ganze Spiel lang. Und über die Effekte allgemein, da könnte ich auch noch ein Video machen, falls ihr das wollt, aber ihr könnt zu Mr. Dalek JD schauen, der hat da einige sehr gute Videos. Beim Release von Black Ops 3 Zombies werde ich natürlich, also nicht genau am Release-Tag, aber die Tage darauf, werde ich ein Video raushauen, mit welchem Level man welches Bubblegum bekommt. Also wenn ihr das sehen wollt, abonniert meinen Kanal oder schaut dann einfach mal vorbei. Kommen wir nun zu den Weapon Kits. Also das ist ein sehr wichtiges neues Feature. So, in allgemein, es ist wie die Wandwaffen in Buried, nur noch komplexer. Das heißt, man kann Wandwaffen freischalten und man kann halt aussuchen, welche Waffe an welcher Wand ist. Also, wie ihr wisst, konnte man in Buried mit einer Kreide eben die Waffen an die Wand malen sozusagen. Das kann man jetzt auch in etwas anderer Form, auch in Black Ops 3. Nur kann man diese Waffen vor dem Spiel ebenfalls aussuchen. Und was noch, was sehr, sehr wichtig ist und für mich auch sehr geil ist, man kann sich die Waffen in der Kiste aussuchen. Also in der Mystery Box kann man sich die Waffen aussuchen. Und sowas hat es vorher noch nie gegeben. Und man kann sich auch die Aufsätze selber aussuchen. Also es ist wie ein Custom Game in Multiplayer, nur halt in Zombies. Natürlich gibt es ja auch Grenzen bei der Mystery Box, dass man zum Beispiel... Ich kann jetzt nicht reingeben, Hamre, RPD oder sonstige Waffen. Also es wird da sicher auch ein Limit geben, weil ich kann jetzt nicht alle guten Waffen reinhauen und keine schlechten. Also da wird es vielleicht wieder auch wieder ein Punktesystem geben oder so. Also das werden wir dann alles zu Release sehen. Dann ein sehr, sehr wichtiger und großer Punkt in der Zombies-Community. Wir Zombiespieler können in Zombies Prestige gehen. Das heißt, wir können bis zum Maximum Level aufleveln und dann können wir Prestige gehen. Was wir nach dem Prestige bekommen, also zum Beispiel, ob das wie im Multiplayer ist, dass wir auch Waffen permanent freischalten können oder ausrüsten, das wissen wir noch nicht. Aber der Developer oder Designer hat gesagt, dass nach dem Prestige was sehr, sehr Geiles kommen wird. Das war's eigentlich mit dem Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr Videos über Black Ops 3 sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da und... Ich werde beim Release von Black Ops 3 sicher Zombie-Videos nach der Reihe raushauen. Also da könnt ihr euch sicher sein.
wenn ihr auch wollt, kann ich so ein Video machen über die Effekte von den Bubblegums, so wie es Mr. Dalek JD gemacht hat, nur halt in meiner eigenen Form. In Zukunft wird es dann auch die Easter Eggs und Guides und sonstige Sachen über die Black Ops 3 Zombie Maps geben. Also, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.